Willkommen im Ramon Sanchez Pizjuan. Liebe Zuschauer, ich begrüße Sie zu dieser heutigen Begegnung, die hier bei richtig gutem Fußballwetter stattfindet. Wolfuß und Frank Buschmann werden Sie an den Mikrofonen durch dieses heutige Spiel begleiten. Und auf dem Programm steht heute das Rückspiel des Halbfinals. FC Sevilla gegen Borussia Dortmund. Im Hinspiel waren die Dortmunder sensationell gut drauf. Sie waren mehr oder weniger in allen Belangen überlegen. Wenn das heute wieder der Fall ist, dann schauen wir uns nach Hause. Und da sehen wir die heutige Aufstellung des FC Sevilla. Was sie immer wieder schaffen, ist enormen Druck aufzubauen. Und das macht sie so erfolgreich. Damit kannst du jedem Gegner dein Spiel aufzwingen. Aber du bist natürlich auch anfällig. Darfst nie abschalten. So geht Borussia Dortmund in diese Partie. Sie treten hier heute in einem 4-5-1 an, setzen also mutmaßlich vor allem auf ihr Mittelfeld. Darüber wollen sie Dominanz ausstrahlen. Ist nicht leicht, gegen so eine Mannschaft zu spielen, denn die haben offensiv natürlich viele Optionen. Mit Leidenschaft, mit Begeisterung und einer guten Jugendarbeit hat Borussia Dortmund es in den letzten Jahren geschafft, die größte Krise der Vereinsgeschichte zu überwinden. Und heute zählen sie zu den besten Mannschaften Europas. Komplett richtig, Wolf. Und mittlerweile können sie ja selbst Abgänge von Stars nicht mehr schocken. Irgendwie fangen sie das immer wieder auf. Die Dortmunder haben ihr Anstoß. Emre Can. Freistoß für Dortmund. Man sieht an seiner Miene, der dachte selber, jetzt kriegt er eine Karte. Aber er bekommt sie nicht. Mit Auge. Sie holen sich den Ball und der Grund dafür ist natürlich, sie gehen hier schon früh in Führung. Damit haben sie erstmal alles im Griff. Wir schauen noch mal auf die Wiederholung. Da setzt er sich durch. Und dann nicht lange gefackelt, zieht ab und wird mit einem tollen Tor belohnt. Und damit haben wir den ersten Treffer. Jetzt könnte das Spiel richtig Fahrt aufnehmen. Enesiri. Lucas Ocampos. Sie bringen den Ball in den Strafraum. Klasse ausgetrickst. Sevilla kriegt den Einwurf. Ist das das Tor? Klasse Parade, aber weiterhin gefährlich. Ein fantastischer Treffer. Nochmal die Wiederholung. Ein Kopfball, bei dem alles stimmt. Der Keeper macht es. Seins wieder unentschieden. Der Spielverlauf ist völlig offen. Nico Schlotterbeck. Riasson.
Ballverlust Dortmund. So. Youssef En-Nesyri. Lucas Ocampos. Und jetzt ist der Ball erstmal raus. Brandt. Chance für den Konter jetzt. Und jetzt wieder Sevilla. Mukoko ist das. Juan Jordan. Sie haben jetzt Platz auf Außen. Youssef En-Nesyri. Er holt sich den Ball. Gute Ballführung. Und das will er jetzt alleine machen. Der Ball ist drin. Wir schauen uns nochmal die Entstehung des Tores an. So, da ist der Konter. Und dann dieses Tor, den Ball einfach reingehämmert und da gibt es nichts mehr zu halten. Ja, Zuversicht sieht anders aus. Seine Miene passt zum Spielverlauf. Heute geht wenig bis ja, gar nichts. Juan Jordan. Immer noch mit dem Ball. Gute Möglichkeit. Harter Schuss, aber vielleicht hat da doch ein wenig die Präzision gefehlt. Bin ich bei dir? Vielleicht wäre es der Schlenzer gewesen. Die nehmen eine Auswechslung vor. Gibril Sow mit dem Ball. Jetzt ist er durch. Also der muss eigentlich drin sein. Auf jeden Fall, das war fast schwieriger, den nicht im Tor unterzubringen. Der Ball ist bei Youssef En-Nesyri. Jetzt gibt es hier vielleicht die Chance. Das ist noch gefährlich. Eckstoß also. Ecke kommt in den 16er. 45 Minuten sind vorbei. Die Spieler gehen erstmal in die Kabinen. So, Anpfiff. Weiter geht's hier im Estadio Ramon Sanchez Pizjuan. Sie sehen, auf Außen ist Platz. Chance für Gomez. Gutes Tackling hier. Delaney. Das könnte die Gelegenheit geben. Gute Parade. Gute Hereingabe. Gefahr erstmal bereinigt. Da haben sie Platz. Jetzt vielleicht der Konter. Aber dann verlieren sie den Ball. Damit ist die Gefahr erstmal bereinigt.
Jordan. Der Ball ist bei Youssef En-Nesyri. Die Fans werden laut, das könnte eine Schusschance sein. Hazard. Brandt lässt sich nicht aufhalten. Ball an den langen Pfosten. Da hat nicht viel gefehlt bei dieser Flanke. Delaney. Ocampos. Und jetzt der BVB. Er passt gut auf und hat den Ball. Regulär ist noch eine Viertelstunde zu spielen. Ja, Ballverlust. Thorgan Hazard. Flanke jetzt. Flanke am Ende dann doch zu hoch. Sie verlieren den Ball. Flanke soll zu Reus. Da hätte er mehr draus machen können. Stattdessen gibt es jetzt Torabstoß. Sie wechseln. Acuña. 3 Minuten sind es noch. Der Ball ist bei Giovanni Reina. Flanke geht in den Strafraum. Gehalten, aber weiter aufpassen. Jubel beim BVB. Das ist der Schlusspfiff und das ist der Einzug ins Finale. Ein Tor Vorsprung ist es am Ende, aber das reicht. Es war eng. Die haben es spannend gemacht. Das ist jetzt alles egal. Und jetzt denken die nur noch an dieses Endspiel. Und da ist alles möglich, vor allem wenn die Nerven wieder halten. Giovanni Reina hat aus meiner Sicht heute allen Grund, mit sich zufrieden zu sein. Da, wenn du ein Tor in so einem Spiel erzielst, dann darfst du dich feiern lassen. Das war ein richtig guter Auftritt heute.